Normalerweise beginnt ab heute, nämlich eine Woche vor den US-Wahlen, eine sehr, sehr gute Zeit für die Aktienmärkte. Warum? Weil man sich wahrscheinlich sagt, naja, egal wer jetzt gewinnt, ob der Amtsinhaber oder der Herausforderer oder die Herausforderin, je nachdem, ist egal. So schlimm wird es auch bei einem Wechsel im Präsidentenamt nicht werden. Das wird dann auch bestimmte Vorteile haben. Also ist man vorher ein bisschen unsicher und kauft dann und sagt sich, das wird schon werden. Die Aktienmärkte steigen. Die Vergangenheit zeigt, dass das fast immer der Fall war in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber in diesem Jahr ist eben nicht alles normal. Und ich gehe davon aus, dass nach oben bei den Aktienmärkten gewissermaßen ein Deckel drauf ist. Warum ist da ein Deckel drauf? Weil wir zunächst mal sehen, dass das große Geld, das sich derzeit auffallend zurückhält, sich nicht investiert. Warum investiert es sich nicht? Nun, weil man sich sagt, okay, wir könnten jetzt schon anfangen, aber dann haben wir das Risiko, dass wir nochmal einen richtigen Sell-off erleben, wenn wir eine Contested Election haben werden, also eine angefochtene Wahl, wo lange nicht klar ist, wie geht es weiter, wo Unsicherheit herrscht, und Unsicherheit ist schlecht für die Börse. So heißt es ja als wirklich zutreffende Weisheit schon seit Jahrzehnten. Dementsprechend wird alles, was jetzt nach oben geht, zumindest irgendwo gebremst sein, wird noch nicht wirklich dieser Move sein, der jetzt sofort neue Allzeithochs generiert, zumindest nach meiner Auffassung, weil eben nach wie vor das Damoklesschwert dieser Contested Election über den Märkten hängt und weil es eben möglich ist, dass wir eigentlich eine ähnliche Situation haben wie jetzt vor der Wahl. Entweder bleibt Trump im Amt, dann dürften aber die Demokraten mindestens das Abgeordnetenhaus verteidigen, vielleicht sogar den Senat gewinnen. Das wäre ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Oder es ist eben so, Biden gewinnt und dann haben die Republikaner nach wie vor die Chance, den Senat zu halten, und dann sind wir in Sachen Stimulus, in Sachen Wirtschaftsförderung, in Sachen neuer Verschuldung, das alles, was die Märkte ja haben wollen, eigentlich da, wo wir vorher auch sind. Und wir haben uns ja sicherlich auch angesichts des Wahlkampfs jetzt nicht einigen können zwischen den Republikanern und den Demokraten. Dementsprechend wäre da nicht viel gewonnen. Schauen wir uns die Dinge mal an und gucken, was hier der Fall ist. Was Sie hier sehen, ist die durchschnittliche Reaktion der Aktienmärkte im Falle eines Sieges des Amtsinhabers. Dann geht es im Oktober schon nach oben und dann geht es schlicht weiter nach oben. Nach der Wahl, im Falle, dass der Amtsinhaber verliert, geht es im Oktober nach unten und dann geht es ab Ende Oktober nach oben, auch wenn jetzt eben der Herausforderer gewinnt oder die Herausforderin, je nachdem. Dementsprechend ist das eigentlich ein sehr, sehr ähnlicher Fall. Nun haben wir aber schon im Oktober gesehen oder in der zweiten Oktoberhälfte, dass das nicht so klar war. Es ging weder nach oben noch ging es deutlich nach unten. Also die Märkte scheinen sich da nicht so sicher zu sein, wer gewinnt, und eben dieses Damoklesschwert der Contested Election nach wie vor im Raum hängt. Schauen wir uns die letzten Jahre an, und ich hatte diese Grafik wie die vorige auch ja schon heute Morgen gezeigt, in 92% der Fälle seit dem Jahr 1972, also seit es Wahlen im Vierjahreszyklus gibt, seit jetzt fast 50 Jahren ist es so, dass der S&P durchschnittlich in 92% der Fälle, also in 11 von 12 Fällen positiv ist, durchschnittlich 1,6% gewinnt. Also normalerweise eigentlich eine ziemlich sichere Sache, aber normal ist eben auch nicht, dass es das Potenzial gibt, eine Wahl anzufechten. Wenn wir uns erinnern an damals Bush gegen Gore, da hat ja Gore dann plötzlich gesagt, okay, ich gebe auf, ich akzeptiere das. Gab es eine Nachzählung ja in Florida, damals sind die Märkte um und bei 8% gefallen. 8% wäre jetzt in etwa das, beim S&P 500 würden wir relativ genau auf der 200-Tageslinie aufsetzen, wäre ja eigentlich kein Drama. Aber 8%, wenn ich jetzt schon investiere, ist dann doch, wenn ich da sitzen bleibe, ein bisschen was auf die Mütze. Jedenfalls besteht eben auch das Potenzial, dass wir da Unruhen erleben im Falle einer Contested Election, dass es da zu Auseinandersetzungen kommt zwischen Milizen, keine Ahnung, was da alles möglich ist in den USA. Und das ist ja sozusagen dann der Punkt, der mit dieser Contested Election noch verbunden wäre. Und das war damals anders bei Gore und Bush. Da gab es ein solches Potenzial schlichtweg nicht. Jetzt ist es da und das macht die ganze Geschichte eben ein bisschen schwieriger. Jetzt sehen wir, dass offenkundig die Player am Markt schon ein bisschen reagiert haben. Jetzt haben wir das höchste Put-Call-Verhältnis seit Mai. Wir hatten ja hier Tiefstände, historische Tiefstände. Es war null Angst im Markt, weil man sich gesagt hat, egal welches Szenario kommt, alles bullisch oder was, aber das ist selten ein wirklich realistisches Bild. Jetzt hat man ein bisschen diese Unsicherheit eingepreist, wird vorsichtiger, muss sich absichern. Das ist offenkundig das, was passiert ist, gerade mit dem gestrigen Sell-off, der für viele ja aus dem Nichts kam.
Und wenn wir uns jetzt mal dem Wahlkampf zuwenden, dem Endspurt des Wahlkampfes, dann sehen wir, dass Trump jetzt sehr, sehr viel Geld investiert in Werbung, vor allem auf Facebook, über den Supreme Court. Jetzt ist ja gestern Amy Barrett nominiert worden oder ist bestätigt worden. Das gilt ja als großer Sieg für Donald Trump. Das versucht er in seinen Ads, in seinen Werbebotschaften nach vorne zu pushen, während Biden versucht, die Wähler zu mobilisieren, also verschiedene Stoßrichtungen. Man kann zum Beispiel bestimmte Schlagworte finden bei Trump. Fake News ganz oben wird in fast jedem Wahlspot gebraucht, dazu gleich mehr, während bei Biden eben andere Dinge im Vordergrund stehen. Insgesamt zeigen Untersuchungen Folgendes. Wir haben, wie hier eine CNBC-Umfrage zeigt, einen ziemlich deutlichen Vorsprung jetzt landesweit für Joe Biden von 11%. Landesweit ist natürlich immer so eine Sache, weil schlichtweg die einzelnen Bundesstaaten ja entscheidend sind. Was diese Analyse jenseits, ob sie jetzt in der Zahlendimension stimmt, also ob der Vorsprung wirklich so groß ist von Biden, was die Analyse gezeigt hat, ist, dass Trump bisher noch nicht ausnutzen konnte sein Potenzial der eher nicht so gebildeten weißen Schicht. Da muss er noch mehr mobilisieren, da ist noch Wählerpotenzial, während Biden eben das Potenzial noch hat, das noch nicht so richtig aktiviert ist, bei jungen Leuten, die 2016 nicht gewählt haben und jetzt Erstwähler sind und eigentlich hier prädestiniert wären. Das zeigte diese Umfrage. Und interessant ist, dass auch Rasmussen, die Wahlforschungs- oder das Wahlforschungsinstitut, dass Trump eigentlich tendenziell nahe steht und kürzlich noch gesagt hatte, Trump liegt vorne, jetzt Biden vorne sieht mit 49-47%. Wie gesagt, ich will das nicht kommentieren, ob die Zahlen stimmen oder nicht stimmen, das ist schwer nachzuvollziehen, aber ich will es eben berichten, dass Sie ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie die Lage sich derzeit darstellt. Schauen wir uns die Reaktion von Donald Trump an, die Fake News Medien, alles was sie reden ist Covid, 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 ab 4. November wird das anders sein, dann werden wir die Dinge komplett drehen. Mal sehen, ob das passiert. Nach meiner Auffassung sind die Chancen nicht allzu gut, auch wenn die Trump-Fans ja sozusagen das Motto verfolgen, was nicht sein darf, kann auch nicht sein, aber es kann eben sein. Die Amerikaner haben ja zweimal auch Obama gewählt, das konnte auch sein. Dementsprechend ist es eben nicht jetzt wirklich so ungewöhnlich, wenn plötzlich dann ein Regierungswechsel nochmal stattfinden würde. Wie gesagt, wir werden sehen, wie es ausgeht. Jedenfalls dürfte auch mit Joe Biden die Welt nicht untergehen, genauso wenig wie sie mit Trump untergegangen ist, wenngleich da natürlich einiges Spannende zu berichten war im Mindesten von Sid Donald. Schauen wir uns jetzt mal an, was die Märkte eigentlich interessiert. Was die Märkte im Fokus haben, ist ja Stimulus, Stimulus, Stimulus. Seit heute Morgen ist im Grunde, oder seit gestern Abend, ist der Stimulus tot, zumindest was die Geschichte betrifft, dass man hier vor der US-Wahl sich noch einigt, schlichtweg deshalb, weil eben der Senat jetzt abgereist ist. Dementsprechend wäre es gar nicht möglich, darüber abzustimmen, und man müsste die Leute, die gerade abgereist sind, wiederholen. Das ist also praktisch unmöglich. Jetzt gibt es ja die Forecaster, gibt es die Analysten, die sagen, okay, wie wahrscheinlich ist welches Szenario, und es war eigentlich noch das Hauptszenario noch Ende August, Anfang September, das war ja auch der Grund für die Rallye, dass man gesagt hat, ja, die werden sich einigen auf ein großes Stimuluspaket. Inzwischen ist man sich da nicht mehr so sicher, die Wahrscheinlichkeit schiebt sich immer weiter nach hinten, man sieht jetzt eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir möglicherweise nicht vor dem 20. Januar, also wenn eigentlich der Termin ist für die Einsetzung des neuen oder in dem Fall alten Präsidenten, je nachdem. Also bis zum 20. Januar, da scheint erstmal die Sache nicht zu passieren, laut dieser Forecaster. Da ist man also deutlich skeptischer. Das dürfte auch ein Grund sein, warum eben so ein bisschen der Deckel drauf ist. Klar, wir haben Donnerstag vor allem diesen Großkampftag, könnte man sagen, in Sachen Tech-Earnings mit Apple, Amazon, Facebook und so weiter. Da ist natürlich viel Potenzial, da werden Billionen bewegt. Aber die Frage ist, selbst wenn es da nach oben geht, zieht man dann auch wieder die Chips vom Tisch, weil man sich sagt, naja, ich weiß ja nicht, was dann passiert. Dementsprechend meine These, wie gesagt, das nach oben zunächst bis zur Wahl, möglicherweise dann eben auch noch länger, je nachdem, was passiert, ob dann die Sache klar ist oder unklar ist, ist bis dahin eben der Deckel drauf. Schauen wir uns mal diese hochinteressante Statistik an. Das ist der Fragilitätsindex für Staaten. Wie fragil sind die Staaten? Gemessen an innerer Sicherheit, Terrorismus, Sicherheitsbedrohungen aller Art, zum Beispiel eben auch Bewaffnung und bewaffnete Konflikte, organisierte Kriminalität, die
praktische Fragmentierung der Gesellschaft in verschiedene Gruppen, Schismen, also dass sozusagen sich hier Gruppen gegenüberstehen etc. Und da sind jetzt die USA Nummer 1 bei den G7-Staaten, also die fragilste Nation. Und wir sprechen ja nicht zufällig von einem zerrissenen Land. Da gibt es das Trump-Lager, das völlig hinter Trump steht, und es gibt das andere Lager, das völlig gegen Trump ist, und die scheinen irgendwie unversöhnlich zu sein. Dann kommt schon UK, auch eine durchaus schwierige Gesellschaft, dann Italien, dann Frankreich, dann Deutschland, dann Kanada und am wenigsten fragil erscheint Japan. Die sind auch sehr, sehr homogen bevölkerungstechnisch. Jedenfalls sehen wir, dass da einiges auf dem Spiel steht. Und andererseits sehen wir, dass die Aktienmärkte in den USA so dominant sind wie selten zuvor. Wir haben etwa den Aktienmarkt in den USA bei 38 Billionen Dollar. Wir haben den Bondmarkt, Staatsanleihenmarkt in dem Fall, 22,6 Billionen. Und jetzt kommt als drittgrößter Markt schon der Optionsmarkt. Also vorwiegend eben Optionen auf Einzelaktien. Wir sehen also, dass diese ganze Optionsgeschichte immer bedeutender geworden ist, immer größer geworden ist, jetzt mehr als halb so groß ist wie der gesamte Aktienmarkt in den USA. Da spricht Bände dagegen relativ klein, nicht mal die Hälfte ist der Markt für US-Unternehmensanleihen und noch kleiner der Markt für Gold und für Mortgage Bonds, der Mortgage Bond Market, also Hypothekenanleihen. Das zeigt so ein bisschen, was hier auf dem Spiel steht. Wir sitzen einerseits irgendwie so ein bisschen auf dem Pulverfass. Kann schief gehen, kann gut gehen, kann schief gehen, dass also praktisch dann nach der Wahl sehr, sehr schwere Zeiten kommen, nicht ausgeschlossen. Und auf der anderen Seite haben wir hier diese massiven Bewertungen in den USA. Und wir sehen, dass jetzt dieser Stimulus eigentlich schon für viele fast überlebensnotwendig ist, denn wir sehen, dass 25% der Familien, die Kinder haben, derzeit nicht in der Lage sind, ihre Miete zu bezahlen, sondern das mit ihrer Kreditkarte machen. Das heißt, die gehen noch tiefer ins Minus, um ihre Miete zu bezahlen. Viele Selbstständige, viele kleinere Businesses zahlen derzeit gar keine Miete oder nur ein Teil der Miete. Die hängen echt ganz schön in den Seilen. Da ist also durchaus Potenzial auch für einen Social Unrest, könnte man sagen, also für soziale Unzufriedenheit, die sich dann in solchen Bildern äußert, wie wir sie in den USA schon gesehen haben. Kommen wir zu einem anderen Thema, das aber mit Donald verbunden ist, nämlich zu China. Wir sehen, dass China bisher nur 53% dessen gekauft hat, jetzt was mit dem Handelsdeal, auf den die Märkte so gezittert haben, auf den sie so viele Rallyes gespielt haben, Handelskrieg, Optimismus, mein Gott, was wurden da an Billionen an Marktkapitalisierung hinzugewonnen? Und jetzt sehen wir, es ist ein totaler Rohrkrepierer. Die Chinesen haben nur knapp über die Hälfte dessen gekauft, was sie eigentlich kaufen wollten, haben gleichzeitig, das zeigt die rechte Statistik hier, mehr aus dem Ausland gekauft. Also sie halten sich faktisch nicht daran. Für sie ist das nur ein Stück Papier. Von The Donald hören wir relativ wenig an Kritik gegenüber China. Jetzt passiert aber Folgendes, und das ist so ein bisschen unter der Decke von den allgemeinen Medien, dass nämlich der US-Senat sagt, ja, wir möchten den Umgang der Chinesen mit den Uiguren als Genozid deklarieren. Und das wäre natürlich ein echter Hammer, den Chinesen hier zu sagen, ihr begeht einen Genozid. Und auf der anderen Seite passiert jetzt Folgendes, die Amerikaner haben ja Taiwan Waffen verkauft. Chinesen haben stark protestiert, wollen Sanktionen gegen Boeing, Lockheed Martin etc. und gegen amerikanische Medien jetzt erheben. Jetzt hat Taiwan gesagt, ja, wir wollen diese Waffen auf China richten, um sozusagen präventiv zu agieren, damit die uns nicht mit einer Invasion überraschen. Und da hat China jetzt gesagt, okay, das würde Krieg bedeuten, wenn das wirklich passiert, dass man nämlich diese Waffen auf China ausrichtet. Also wir sehen, da ist einiges in der Mache, da ist durchaus auch dieser Taiwan-Konflikt noch ziemlich heiß. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Chinesen offenkundig ein Problem haben mit der Aufwertung des Yuan, der ja sehr, sehr deutlich aufgewertet hat zum US-Dollar. Jetzt will man die sogenannten Counter-Cyclical Factors weglassen bei der Kursstellung des Yuan, relativ technische Geschichte, jedenfalls signalisiert das so ein bisschen, dass eben Peking nicht ganz glücklich ist mit der Aufwertung des Yuan und gerne wieder abwerten wollte. Erinnern wir uns, es ist noch nicht so lange her, als China ja den Yuan stützen musste, als Kapitalflucht aus dem Yuan war. Das scheint sich jetzt nicht mehr so abzuspielen. Und wir haben hier noch ein wunderbares Thema, den Brexit. Und da ist ja noch Barnier, Michel Barnier, der Chefunterhändler der EU, ist ja noch in London
Und heute hat die Europäische Kommission gesagt, beide Seiten engagieren sich sehr intensiv in den Verhandlungen, wollen hier einen Deal erreichen. Das klingt alles so ein bisschen wie dieser Stimulus-Deal zwischen den US-Demokraten und den US-Republikanern. Der ist immer ganz knapp davor und dann kommt er doch nicht. Das ist wie mit dem Weihnachtsmann, an den kann man intensiv glauben, aber irgendwie kommt er dann doch nicht. Und wir sehen, dass insgesamt, wenn wir jetzt uns mal auf die Makroebene bewegen, sehen wir, dass die Geldmenge zwar stark wächst, nämlich die Geldmenge M3 hier in der Eurozone, aber es eine Entkopplung offenkundig gibt mit den Verbraucherpreisen, mit der Inflation. Wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen, dann gab es da eine relativ enge Korrelation zwischen Geldmenge M3 und Inflation. Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Die Notenbanken erhöhen die Geldmenge M3, aber die Verbraucherpreise fallen tendenziell weiter. Das ist sozusagen der deflationäre Effekt auch der Corona-Krise. Sehen wir ähnliches Problem in den USA. Hier sehen wir, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes weiter kollabiert und normalerweise folgt dann eben auch die Inflation. Folgen also auch die Verbraucherpreise dieser fallenden Geldumlaufgeschwindigkeit. Was haben wir noch? Das wollte ich nicht zeigen. Dann enden wir mit dieser Grafik, meine Damen und Herren. Das ist also das Szenario. Es ist ein bisschen fade heute, weil man eben wartet jetzt auf die großen Ereignisse. Auf der einen Seite natürlich die US-Wahl, auf der anderen Seite die großen Earnings. Heute nachbörslich Microsoft, Donnerstag dann die anderen großen Tech-Player. Und bis dahin kann alles passieren und das Gegenteil würde der Kölner sagen. Dementsprechend hält man sich zurück, hält sich das große Geld zurück, ist wohl auch eine Rallye zunächst mal gedeckelt, muss keinen Abverkauf geben, aber dass wir jetzt wirklich hier mal 4-5% nach oben machen an einem Handelstag, halte ich derzeit für unwahrscheinlich vor der Wahl. Danach kann alles anders sein, aber bis dahin wird es ein schwieriger Ritt. Jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.